Jo Leute, heute habe ich mal wieder was ganz Aktuelles für euch mitgebracht, nämlich die Lego Ideas Polaroid Kamera mit der Nummer 21345. Aber bevor es losgeht, wenn ihr neu seid, hallo. Wenn ihr öfters meine Videos anschaut, hallo. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Einer der unzähligen Vorteile, die man genießt, wenn man meinen Kanal abonniert, ist es nämlich, eine extra Begrüßung am Anfang von jedem Video zu bekommen. Also Kanal abonnieren, Begrüßung abstauben, ihr wisst, wie es läuft. Passt. Zurück zum Thema. Lego Ideas Polaroid Kamera 21345 ist die Nummer. 516 Teile für 79,99. Ist viel, relativiert sich ein bisschen, dass es dadurch, dass es relativ viele Prints gibt und eine relativ lustige Funktion. Außerdem war das mein erstes Set, wo alles in Papiertüten verpackt war. Das fand ich ziemlich praktisch, weil erstens weniger Plastikmüll, zweitens irgendwie kann man die besser ausleeren. Das heißt, bei mir sind weniger Sachen in den Ecken stecken geblieben und sowas. Und wenn, habe ich es besser gemerkt und sowas. Also man schützt die Umwelt und seine Nerven. Dann gibt es neben den vielen Prints doch noch ein paar Sticker. Diesen da, der kommt da vorne hin. Und da hat man noch eine so eine 1x3 Fliese zum Austauschen, wo man den anderen Sticker drauf bringen kann. Also das ist so ein Entweder-Oder-Ding. Das sieht man auch auf der Verpackung. Ich will die Rückseite noch nicht zeigen, weil ich will die Funktion noch nicht zu hart spoilern. Aber hier, oh, es spiegelt, hier dieses Dings kann man entweder mit One Step oder mit dieser Nummer 1000 bekleben. Die anderen Sticker habe ich wie immer nicht aufgebracht, weil das war mir nicht so wichtig. Und ich hasse Sticker einfach. Die Anleitung schaut so aus, ganz normale Lego-Anleitung. Das Einzige, was besonders ist, ist wie immer bei Ideas am Anfang ein bisschen zu dem Objekt oder zu dem Thema, das es darstellen soll. Dann ein bisschen über den Entwurf und den Designer und diesen Kram halt. Wenn einen das interessiert, die Geschichte ein bisschen der Polaroid-Kamera und all so Sachen, kann man sich das durchlesen. Ich habe es jetzt nicht gemacht, ehrlich gesagt, weil so hart bin ich jetzt auch nicht im Thema drin. Zum Bau war es tatsächlich relativ cool. Ich lasse mal ein bisschen zur Seite. Man baut halt zwei Dinge. Zuerst baut man hier diesen Film. In diesem Film drinnen, das, also nicht automatisch, die gibt man schon da rein, aber sind drei so Bilder. Die schauen von vorne so aus und von hinten so. Also halt wirklich wie ein normales Polaroid-Bild. Da gibt es so eine Lady, die was isst. Dann gibt es so einen Dude. Schaut sich irgendwas an, so ein Film oder sowas oder ein Hammer, ich weiß nicht genau. Und dann hier so das Lego-Haus. Also Mann, Frau und Landschaft sozusagen hat man zur Auswahl. Das kann man da drin halt storen. Das wird aber dann nachher bei der Funktion noch relevant. Und dann baut man halt die Kamera. Die Kamera an sich ist sehr gut gelungen, wie ich finde. Das schaut genauso aus wie das Vorbild. Hier die Farben sind durch Fließen, also das ist nicht irgendwie Print oder sowas, sondern es ist einfach so snotmäßig gebaut und da sind einfach Plates drinnen in den Farben. Dieser Knubbel da ist bedruckt gewesen und eben an dem Film, genau das wollte ich auch zeigen, an dem Film ist auch alles bedruckt. Also alles, was da steht, war schon da drauf. Und ich finde auch die Druckqualität sehr gut und generell auch die Qualität von den weißen Fliesen, vor allem von diesen 4x4 und dieser großen 6x6 Fliese, die ist eigentlich ziemlich gut. Der Angriffspunkt von der 6x6 Fliese ist halt in der Mitte, aber der ist im Vergleich zur Konkurrenz eigentlich vertretbar klein, würde ich sagen. Also das hat mich überrascht, das war ziemlich cool. Es ist halt jetzt nicht so ein spektakuläres Objekt anzusehen. Wie gesagt, das hier ist alles so snot-technisch gebaut und drauf. Man baut eigentlich erst diesen Unterteil hier und da ist so ein Schiebeteil drin, das hat auch mit der Funktion zu tun. Überraschung, das Ding kann halt Fotos machen, nämlich genau die, die da drin sind, kannst du ausspucken, zeige ich euch gleich. Relativ viel große Plates, große Bricks sind dabei und sowas. Also die Teile, die man kriegt, sind auch brauchbar. Man kann hier, sieht man das, durch diesen Sucher durchschauen, ja voll. Durch diesen Sucher durchschauen und hat dann so das Gefühl, als würde man halt wirklich so anvisieren, um ein Foto zu machen. Und man kann eben auch tatsächlich ein Foto machen, um das tun zu können, klappt man das da vorne runter. Das ist mit so Hinges gelöst und sowas. Da hat man auch so eine Abrollhilfe, das hat das Original-Dings auch, dass es halt so rausdruckt, quasi wie ein Drucker. Und da ist halt dieser Mechanismus. Dieser Mechanismus wird von diesem Knopf bedient. Der ist relativ lustig gebaut. Da ist innen so ein Schieberdings. Und durch eine relativ simple Konstruktion, wenn du da drauf drückst, bewegt sich dann so ein kleines Technikteil nach oben und geht dann gegen so ein Gummi,
diese Gumminubbels, die diese zwei Achsöffnungen drin haben, und das drückt das halt dann wieder so zurück. Deswegen hat das ein ziemlich cooles haptisches Gefühl. Also fühlt sich relativ realistisch an. Also jetzt nicht ultra, aber so arg, wie es das Lego geht halt. Dann nimmt man so ein Bild, das steckt man dann, ich glaube, warte mal, so rein, würde ich mal sagen. Da in diesen kleinen Zwischenraum, da kann man das da reinschieben. Das klickt dann auch so, wie als würde es einrasten, weil man dann halt diesen Schieber ganz nach hinten geschoben hat, den man da innen gebaut hat. Das ist wie so ein Schlitten, der da so auf so einer Schiene einfach links und rechts läuft. Dann klappt man dazu. Zack. Und dann drückt man auf den Knopf. Bonk. Und es spuckt einfach das Foto aus. Und ich finde sogar, das Geräusch vom Ausspucken ist halbwegs so, wie ich das in Erinnerung hatte bei diesen Kameras. Also ich fand das eigentlich ziemlich cool. Diese Dinger, das ist so, das ist Plastik. Also es ist nicht Karton, sondern es ist so ein dünnes, ich weiß nicht, ob es das gleiche ABS-Plastik ist, aus dem die Steine sind. Es fühlt sich, also hat eine rauere Oberfläche, aber es hat damit nichts zu tun. Aber es ist auf jeden Fall ziemlich sturdy, das wird nicht kaputt gehen, und es sind halt große, schöne Prints. Genauso wie eben diese 6x6-Fliese ein großer, schöner Print ist und das Polaroid-Logo und sowas. Also alles an sich ziemlich cool gemacht. Auch diese Linse da vorne zu bauen, das ist irgendwie so eine Felge und da tut man noch so Zeug reinbauen und sowas. Das war ziemlich cool eigentlich. Auch, dass vorne bei diesem Sucher ein Fenster, eine kleine Fensterscheibe eingebaut ist, finde ich cool, weil es einem eben dieses du schaust durch eine kleine Scheibe Gefühl gibt, das was man halt hatte bei diesen alten Kameras. Also zum Hinstellen finde ich es auf jeden Fall cool. Ob der Preis von 80 € für 500 Teile gerechtfertigt ist, weiß ich jetzt nicht genau. Das ist halt auch wieder so ein sich eine wachsende Sammler und vor allem Leute, die mit diesem Gerät irgendwie eine emotionale Verbindung haben, gerichtet, und das lässt sich in Lego halt irgendwie zahlen. Ich weiß auch nicht, wie viel die Polaroid-Lizenz gekostet hat. Ich denke nicht allzu viel. Also daran wird es wahrscheinlich nicht liegen. Man muss aber dazu sagen, bis auf die 2-1er-Bricks hier, das sieht man halt nämlich nicht so gut, ist auch die Weißqualität eigentlich diesmal ziemlich gut, vor allem bei diesem Film, also die großen Steine und so, das Weiß ist ziemlich gut und ziemlich einheitlich, also wenige Farbabweichungen, aber da sind 2 so 1er-Bricks, die sieht man ganz eindeutig raus. Aber das ist bei Weiß oft so, also Weiß ist eine schwierige Farbe und deswegen bin ich da qualitativ eigentlich eh überrascht. Zum Bauen war es ziemlich cool. Dass vor allem dieser untere Teil halt mit diesem Mechanismus und das hier, die Anleitung hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die hat so vom Ablauf und so sehr viel Sinn ergeben und so. Das war eine richtig coole Bauerfahrung eigentlich. Ich würde es im Angebot irgendwo kaufen, eventuell. Aber wenn man Polaroid-Kameras cool findet und sich für Fotografie interessiert, kommt man, glaube ich, an dem Set nicht vorbei, weil es schon mit einer coolen Funktion, wirklich schönen Teilen und einer relativ gelungenen Anleitung, meiner Meinung nach, schon etwas ist, mit dem man auf jeden Fall Spaß haben wird, wenn man eben in diesem Thema irgendwie drin ist. Wie ihr merkt, fasere ich schon wieder um den heißen Brei rum, weil mir nicht mehr wirklich was einfällt, was ich sagen kann dazu. In der Anleitung war es auch nichts großartig Aufregendes, halt ganz Standard-Anleitung. Da sieht man gerade diesen Schlitten da, den man baut. Ah, es sind sehr viel bunte Teile drin, voll, das ist schon so. Das ist fix ein Punkt, den man bekriteln kann. Also man kann, es ist nicht nur schwarz-weiß und ein bisschen diese Regenbogenfarben, sondern es sind drin auch völlig nutzlose Regenbogenfarben, die ein bisschen bei der Orientierung von dem Mechanismus helfen und sowas, aber es ist halt ein 500-Teile-Set und es ist jetzt nicht so ultra komplex, also das zu machen. Also man schiebt dieses Ding nach hinten, das ist dann so gespannt, und mit dem Dings schnallt man es halt dann wieder zurück. Das wird von 2 Gummibändern erledigt. Also so anspruchsvoll ist es auch wieder nicht. Ja. Gut, mehr fällt mir tatsächlich nicht mehr ein. Schön, dass ihr bis hier mein Gefasel zugehört habt. Schaut euch noch ein paar Videos von mir an, wenn ihr Bock habt. Wenn nicht, dann bis zum nächsten Mal. Wunderschöne Weihnachten.